Und ich finde, die Salsa hat schon eine geile Optik. So schön auf einem gegrillten Ribeye ist eine richtig schnieke Angelegenheit. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Size Barbecue. Heute geht's wieder nach Argentinien. Ich werde euch heute zeigen, wie eine Criolla Salsa geht. Das ist eine Salsa, die wir in Argentinien zu jedem Fleischgericht serviert bekommen haben. Und außerdem habe ich die in einer richtig geilen Streetfood-Kombination gesehen. Aus dem Grund möchte ich euch zeigen, wie die funktioniert. Vor mir liegen jetzt auch alle Zutaten, die wir schon für die Salsa brauchen. Das wäre eine Chilischote, drei Spitzpaprikas habe ich hier, eine rote Zwiebel, die hässlichste grüne Paprika, die ich hatte, und eine Marzano-Tomate, als auch zwei Knoblauchzehen. Die hässliche Paprikaschote hat den Vorteil, dass die vom Aroma her besonders intensiv ist, also besonders viele Bitterstoffe hat, und das harmoniert extrem gut mit gegrilltem Fleisch. Schönen Röstaromen, das wird alles ein bisschen nach oben gepusht und aus dem Grund sieht die auch so abgeranzt aus. Ich werde die Sachen jetzt alle schneiden und dann sehen wir uns wieder. So, es ist soweit. Alle Zutaten sind mehr oder minder geschnitten. Wir haben hier die Zwiebel, die rote, in kleine Würfel geschnitten, den Knoblauch durchgehackt. Die rote Spitzpaprika haben wir durchgeschnitten in kleine Würfel. Tomate habe ich ein bisschen größer gelassen. Grüne Paprika in kleine Würfel, als auch die Chili, die habe ich auch ein bisschen gröber gelassen. Auch ruhig das Kerngehäuse mit drin lassen, damit da ein bisschen Wumms dran kommt. So, im ersten Schritt nehmen wir dann die roten Zwiebeln, packen die in die Schüssel und geben den Saft einer Limette an die roten Zwiebeln. Der Zitronensaft bzw. Limettensaft pusht vom Fleisch nochmal ordentlich die Röstaromen. Können wir das Ganze schon mal salzen. Einmal ein bisschen durchrühren. Im nächsten Schritt geben wir dann schon den klein geschnittenen Knobi dazu. Dann die Chilis. Die grünen Paprika. Die Tomatenwürfel. Und zu guter Letzt die Paprika. Jetzt muss das Ganze so 10 Minuten ziehen, wie gesagt, damit das Salz den Zwiebeln die Feuchtigkeit entzieht und dann geht's weiter. Die Criolla Salsa durfte jetzt 10 Minuten ziehen und wir gehen dann in den Schritten weiter. Nochmal ein bisschen mehr Salz dran, etwas Pfeffer. Ein bisschen gutes Olivenöl. Ich habe hier von Spiridulla das ausgezeichnete Olivenöl. Einen guten Schuss dran und etwas Weißweinessig. So. Jetzt rühren wir das per Hand gut durch. Und ich finde, die Salsa hat schon eine geile Optik. So schön auf einem gegrillten Ribeye ist eine richtig schnieke Angelegenheit. Und als wir in Argentinien waren, war unsere Spitzentemperatur auf dem Highway über 48 Grad. Und wenn man dann so ein warmes Steak dazu hat, die Argentinier essen sowieso so gut wie nur Salat als Beilage, also so Sättigungsbeilagen im Sinne von Kartoffeln, habe ich gar nicht gefunden. Und dann macht so eine Salsa da einiges her. Diese Salsa, die Criolla Salsa, gibt es in ganz Südamerika. Und wie es meistens so ist, von Region zu Region, von Land zu Land, sind immer leichte Abwandlungen drin. Also die gibt es in Peru, in Chile, Argentinien, Brasilien, also eigentlich im ganzen lateinamerikanischen Raum. So wie ich sie jetzt gemacht habe, habe ich sie
zu 80% in Argentinien serviert bekommen. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die so zu machen. Ich fand sie so am besten. Habe aber auch Sachen gesehen, wo dreierlei von der Paprika, also rot, gelb, grün drin war, wo Koriander mit untergearbeitet war, diverse andere Kräuter. Ich fand die so am besten und aus dem Grund ist dit meine Criolla-Salsa. Gönnt sie euch mal, upsassa, gönnt sie euch mal lecker zu einem Ribeye-Steak oder zu einer schön gebratenen Flanke, was auch immer, Rostbeef. Selbst zum Filet-Steak geht die gut runter. Und ja, wenn euch diese Folge mal wieder gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Heute war es nur ein Shorty. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ihr verpasst auch keine weitere Folge. Aus der Criolla-Salsa werde ich jetzt das nächste Video ziehen und das Streetfood-Gericht aus Argentinien, wie ich es essen durfte, euch in dem Video zeigen. In diesem Sinne, Rocket, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.